Warum ist auf einmal wieder ein Wandel von deinem Gegenüber? Vielleicht ist es anders, es fühlt sich anders an, aber irgendwie hast du ein komisches Gefühl. Irgendwas passt gerade nicht. Und da schauen wir jetzt rein, was hier los ist. Wir schauen im Kollektiv, was hier bei jemandem vor sich geht und was da vielleicht so Hintergrundaktivitäten sind oder. Wir schauen jetzt mal nach. Wir greifen die Energie vom Jetzt und ich bin gespannt, was ich euch jetzt hier mitgeben darf. So, erstmal ein ganz, ganz liebes Hallo an euch. Fühlt euch alle ganz fest umarmt und vielen, vielen herzlichen und lieben Dank für eure Kommentare gestern wieder. Es ist so wunderschön. Ihr seid so herzig und eure liebevolle und herzliche Art, auch euer Miteinander in der Community, das finde ich wunderschön. Das freut mich so sehr. Und ja, heute haben wir wieder eine Verlosung, ne? Genau, stimmt. Ich hol's mal schnell her. So, wir haben heute wieder ein Kartendeck mit den wunderschönen Heart and Soul Lenormand Karten. Das verlose ich heute wieder und da ist es so, da schreibe ich wieder die Namen raus aus den Kommentaren und ja, dann ziehe ich dann morgen wieder den oder die Gewinnerin. So, das haben wir. Genau, das ist es. So, ne? Okay, so, dann legen wir das wieder auf die Seite. Und genau, gestern gab es ja die Verlosung für alle Kanalmitglieder von einem 30-minütigen Telefonreading. Und heute ist für die Kanalmitglieder wieder das große Deck, die kommende Woche, plus der Liebeslegung. Und ja, aber jetzt schauen wir hier fürs Kollektiv, was denn da los ist bei deinem Gegenüber. Jetzt habe ich die falschen Karten in der Hand. Wir nehmen heute die. Und da schauen wir doch mal, was denn da los ist. Ne? Weil ich bekomme das ja auch immer in den persönlichen Readings mit. Da passt irgendwas nicht und irgendwie fühlt sich es anders an. Nicht mehr so stimmig, irgendwie so eine Veränderung, was man vielleicht so von jemandem nicht kennt. Ne? Dann nehmen wir gleich noch meine Tendenz. Die legen wir nochmal auf die Seite. Dann schauen wir mal. Wow. Also, wir haben hier zum einen, ja, wir haben zweimal die Schwerter auf jeden Fall, ne? Also hier sage ich, da ist der Rückzug. Also hier Rückzug, also da passt jetzt auf jeden Fall zur Frage, dieser Rückzug, was ist da los? Oder, ne, das hier auf jeden Fall, es geht hier um einen Rückzug von deinem Gegenüber. Warum, wieso, weshalb? Sehen wir auf jeden Fall, da bekommen wir auf jeden Fall jetzt hier noch Klarheit. Also hier ist diese Pause, dieser Rückzug. Und da schaut es schon so aus, dieses Mentale, ne? Vielleicht, ja, diese Überlastung. Auch so von dem Denken her, das stagniert. Also hier so dieses, pff, ne? Also da. So, jetzt haben wir es. So, dann. Also da ist so ein bisschen dieses, ja, da will ich jetzt nicht hinschauen, da gehe ich jetzt hier weiter. Irgendwas ist hier, was ihm dieses Hitzige vielleicht auch, ne? So ein bisschen dieses, so dieses entschlossen hier an andere Richtung zu gehen. Ne? So dieses, boah, ich ziehe jetzt hier das Ding jetzt durch, was ich will. Weil hier vielleicht kommt er mit der mentalen Überbelastung überhaupt nicht zurecht. Und da ist schon ein bisschen zu sehen, also da macht es ihn schon hier ein bisschen, er hat das selbst mit sich zu kämpfen. Ist aber so, mache ich jetzt so und nein, das passt jetzt so, ne? Diese andere Richtung, diesen Richtungswechsel hier auch. Und da ist auch dieses, er geht unangenehmen ganz, ganz stark aus dem Weg und ist da sehr ehrgeizig, dem aus dem Weg zu gehen. Und dieses Bissige habe ich hier, dieses,
Ja, vielleicht so ein bisschen Überheblichkeit auch. Also da auf jeden Fall der Rückzug und die andere Richtung und dieses, das ist auch das, du kennst ihn oder sie jetzt hier nicht so. Und da schauen wir doch mal, was wir jetzt hier zur Klärung noch bekommen, weil, ist ja ganz schön was geboten hier gerade bei deinem Gegenüber. So. Okay. Ah. Ich sage euch gleich, was hier los ist. Also hier, da ist ziemlich viel dieses, ist so dieses, glaubt da manches nicht wirklich, er will selber auch gesehen werden, aber hier ist auch eine andere, ihr wisst, wir sind im Kollektiv. Die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und ganz wichtig, Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen. Na? Also hier ist auch, beschäftigt jemanden was und das ist ja ziemlich dieses gesehen werden hier, diesen Flirtfaktor. Ne? Hier, eine andere Frau oder Mann ist hier wirklich auch mit im Spiel. Ne? Und da haben wir so ein kleines, so ein bockig, stures Kind und das mache ich jetzt und das ist gut so und ich will jetzt hier gesehen werden. Weil hier ist dein Gegenüber, da möchte ich jetzt aber gern noch hier bei dir, weil du mir jetzt so sehr am Rande liegst. Es geht um die Kommunikation. Kommunikation, und das ist so für dich dieses, da passt irgendwas nicht. Da ist irgendwie so diese Schwere in der Kommunikation, dieses, was ich hier sehe. Also hier ist es nicht mehr so im Fluss. Es ist eine Veränderung da. Die Veränderung kann ich dir auch jetzt hier leider sagen, hat hier mit einer anderen Frau auch zu tun. Ne? Und da, ich schaue jetzt hier noch genauer rein. Hier sind sehr stark bei ihm die Zweifel. Ja, Ablenkung. Ablenkung, hier sind Zweifel. Zweifel auch, was die Liebe betrifft, ja. Und hier ist sehr viel Unsicherheit zu sehen. Also hier sehe ich bei deinem Gegenüber, wenn man das jetzt mal hier so, so sieht, bei deinem Gegenüber, dieses Weglaufen. Ne? Weglaufen, da schaue ich jetzt hier mal nicht hin und dann hole ich mir jetzt hier Anerkennung und hey, und da mit ihr das. Scheint dir hier ganz gut zu sein, ne? Und da bekomme ich die Aufmerksamkeit und es schaut wirklich toll aus und das, ja, es passt, ne? So dieses Abenteuerlustige habe ich hier bei ihm, ne? Abenteuer. Ist auch hier so in diesem Bereich, was wir jetzt hier gesehen haben, dieses Wow, und das mache ich jetzt und ich will das Abenteuer und ah, vielleicht haben wir ja auch jemanden, der ein bisschen in seiner Midlife-Crisis steckt, ne? Weil hier ist ein Weglaufen auf jeden Fall, was eine Beziehung betrifft. Ne? Also jedem Druck oder irgendwie sowas Verbindliches da aus dem Weg gehen. Und hier, hey, war jemand Neues und da bekomme ich jetzt hier komplett die Aufmerksamkeit, weil ich sehe hier deinen Gegenüber, der ist sich deiner ein bisschen zu sicher. Dich sehe ich hier, du siehst ihn hier vielleicht in den Nachrichten, keine Ahnung, Social Media oder WhatsApp, Telegram oder whatever, dass du ihn jetzt hier siehst, du schreibst vielleicht. So. Du siehst ihn die ganze Zeit online. Er antwortet dir aber nicht. Und da ist bei dir auch so richtig dieses, das ist für dich ein Stressfaktor. Weil du das Gefühl hast, ich sag mal, also du spürst auch, du bist ihm vielleicht gar nicht mehr so wichtig oder dieses Interesse an dir ist irgendwie so abgeflaut. Und da sehe ich sehr stark bei dir dieses, ich sehe aber auch, du hast schon sehr viel Geduld. Du hattest schon oder hast sehr viel Geduld gehabt. Und hast immer dieses Verständnis, hast dann immer wieder gesagt, okay, vielleicht ist es hier beruflich bei deinem Gegenüber, dass er da viel zu tun hat, da viel macht und immer wieder dieses vielleicht auch wegschieben, dass du es auch nicht so richtig sehen wolltest. Ne? Weil du immer das Gute in ihm gesehen hast, was ihr vielleicht auch mal miteinander hattet. Kontakt mit einer anderen Frau, ja, ne, ist wirklich auch jetzt hier zu sehen. Und da auch so dieses kleine Kind, was so schaut, so, hey, guck mich mal an und hier, guck mal, was ich für ein tolles Spielzeug habe. Na? Also so sehe ich ihn. So dieses wie kindlich auch, dieses, ha, schau mal, ne? Ich werde gesehen, hey, cool. Ich bin ja doch noch da, dieses, ich werde gesehen.
Er braucht diese Anerkennung ganz, ganz, ganz stark. Also hier sage ich mal von deinem Gegenüber, sein Selbst oder ihr Selbstwert ist mal, ja, wäre am besten mal, keine Ahnung, vielleicht ein Dauerabo ein bisschen von dem Selbstbewusstsein und Selbstwert sich irgendwie jetzt mal hier so holen lassen. Entschuldigt meine direkte Aussage, aber so wie ich die Legung jetzt hier sehe. Weil hier läuft dann nämlich auch weg, dieses, das will ich nicht sehen, da will ich nicht hinschauen. Und auch diese Befürchtung, diese Ängste auch, die ich hier habe von jemandem. Und das zeigt es mir hier recht deutlich. Bei dir, wie gesagt, sehe ich diese. Dann nehmen wir jetzt nochmal eine dazu. Ja, genau, hier. Du hast auch hier das Thema mit, dieses Weiterkommen, was vielleicht auch eine. Weiterkommen mit einer Frau, nein, das jetzt nicht, ne? Aber hier, da, wenn es vielleicht eine Freundschaft bei euch ist, ne? Wo du auch sagst, okay, du bist schon so viel Kompromisse eingegangen, ne? Wenn dir dein Gegenüber vielleicht auch Freundschaften mit anderen Frauen oder einer anderen Frau hat oder sowas, ne? Wo du sagst, okay, ich weiß, vielleicht wenn ihr zusammen gewesen seid, ist es einfach nur freundschaftlich, ist es alles okay. Du hast ja immer das Verständnis. Aber Frau ist für dich hier ist dieser Stressfaktor. Du bist jetzt in einem, ja, ich sag mal so, ich sehe dich hier ein bisschen ziemlich dünnhäutig auch. Und du sagst, du siehst ihn oder sie jetzt hier, du siehst hier jemanden die ganze Zeit vielleicht online, wie gesagt. Und dann kommt immer, dann kommt auch schon mal eine Antwort dir gegenüber. Aber hier diese Dauerschleife, wo du dein Gegenüber online siehst. Und dann kann es vielleicht Stunden dauern, bis er oder sie dir antwortet. Und da sagst du, boah, Junge, langsam kannst du nicht mal kreuzweise. An diesem Punkt sehe ich dich. Also ganz ehrlich, ne? Weil du sagst, du hast da jetzt keinen Bock mehr drauf. Du hast schon wirklich ganz, ganz, ganz viel Geduld. Und hast immer dieses Verständnis gehabt. Und diese kleinen Brocken, die dir jetzt immer zugeworfen werden, ne? So dieses, man hält den Kontakt und das ist alles gut und vielleicht hier nur freundschaftlich und so weiter. Aber du kommst mit diesem Egoismus von deinem Gegenüber jetzt gerade aktuell nicht mehr zurecht. Und da sagst du, gut, alles klar. Du bist jetzt auch, dass du sagst, du schaust jetzt hier wirklich nur auf dich und wenn du da noch nicht an diesem Bereich bist, dann gebe ich dir den Tipp, wenn du hier wirklich da mit in Resonanz gehst, dass du wirklich im Allgemeinen, aber auch immer auf sich selbst schauen. Das ist das Wichtigste, das ist wirklich das A und O. Oh, ich sehe gerade, mein Tattoo löst sich auf, es schält sich, es fängt jetzt langsam an, dass sich die Haut schält, aber macht jetzt nichts. Ja, aber du, deine Zielstrebigkeit, du, da ist deine Zielstrebigkeit, ist hier gerade so ein bisschen blockiert. Du hattest die ganze Zeit diese Hoffnung gehabt, diese Sehnsucht, ne? Dieses, komm doch mal so ein Stück auf mich zu. Und hier sehe ich, vielleicht ist es aber auch, wo du dann dir auch Gedanken machst, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Was habe ich getan? Oder Falsches geschrieben? Dein Gegenüber, mach dir aber bitte keine Gedanken, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Du hast alles richtig gemacht. Punkt. Na? Aber du sagst hier, Junge oder Mädel, nee, jetzt ist vorbei. Auf deine Spielchen habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Bei deinem Gegenüber sehe ich hier, wie gesagt, hier so dieses, ah, gesehen werden, oh mein Gott, das ist toll, ne? Super, super klasse. Da wird ja so ein bisschen mein Ego gestreichelt und das ist ja richtig, richtig prima, ne? Aber hier auch in der Kommunikation zwischen euch beiden, was hier dieses Gestresste, vielleicht ist da wirklich, dass du zu viel geschrieben hast, zu oft geschrieben hast, das sehe ich nämlich hier. Und da ist dein Gegenüber ein bisschen ganz sensibelchen, ne? So dieses, boah, war zu viel, komm nicht damit klar. Weil Männer sind so, wenn du viel schreibst, Männer lesen nur einen kleinen Teil davon. Das ist das, was sie nur wahrnehmen. Also nicht alle Männer, bitte, bitte, bitte jetzt nicht alle Männer hier, dass ich jetzt hier verallgemeinere. Aber wirklich, ein großer Teil bei dieser Legung, was ich jetzt hier sehe, explizit auf diese Legung jetzt bezogen, sieht es auch so, nur ein Teil wird rausgepickt und der Rest wird oder gesehen, wahrgenommen. Und der Rest wird gar nicht gesehen. Und dann gerät es in Vergessenheit. Und das ist dann zu viel. Also zu viel Input sehe ich hier, mit dem kommt dein Gegenüber nicht klar. Das ist, boah, stressig. Ne? Also hier dein Gegenüber so dieses, boah, stressig. Vielleicht hast du auch, dass du dann zu viel gesagt hast oder zu viel redest. Weil hier ist da so dein Gegenüber, es hat ihm vielleicht die ganze Zeit lang überhaupt nicht gestört. Ne? Aber jetzt ist ein Punkt,
Nur einfach so dieses, bah, nee, ist mir zu viel. Weil hier ist er komplett beladen mit der Arbeit, ja, mit anderen Kontakten, ne? Dieses gesehen werden. Das ist so richtig wie so eine Gier auch gerade, Kontakte gesehen werden, Aufmerksamkeit bekommen. Dein Gegenüber ist sich deiner wirklich sehr sicher. Weil du ganz, ganz viel Herz, Wärme und Liebe auch immer gegeben hast. Vielleicht hast du auch zu viel Liebe gegeben und da ist so, oder dir zu viel Sorgen gemacht, was er hier auch gespürt hat und damit nicht zurechtkommt. Weil hier ist so dieses, es ist ziemlich stark unter Druck gesetzt. Auch wenn jetzt hier Kontakte mit anderen Frauen sind, sobald es dann wieder ein bisschen enger wird oder ein bisschen mehr wird, ne, oder Druck ausgeübt wird, fühlt er sich ganz, ganz schnell wieder unter Druck gesetzt und tsch, ist er wieder weg. Na? Aber hier ist gerade, warum dieser Rückzug oder diese Veränderung hier gerade ist, sehe ich eben sehr stark hier in diesem Bereich. Ne? Also, was die Kommunikation betrifft. Und die Gefühle für dich, die sind aber da. Das ist es ja. Aber das ist das, diese emotionale Überbelastung, die ich hier auch sehe. Die wir hier haben und hier nochmal. Emotionale Überbelastung. Da macht er sich Sorgen, ganz massiv Sorgen und ist misstrauisch, ob er dir das zurückgeben kann. Ob er hier was mehr mit dir eingehen möchte in der Verbindung. Ne? Weil hier, wie gesagt, da Arbeit und da ist das, da macht er sich da Sorgen, da geht es da nicht weiter. Und bei der Arbeit und dann klappt irgendwas nicht, vielleicht auch Selbstständigkeit. Also Arbeit ist ja nicht nur Angestelltenverhältnis, auch Selbstständigkeit, kann ja auch Schule, Weiterbildung sein. Und da so dieses, oh mein Gott, ne, vielleicht kam ja auch Schreiben von Amts wegen, was vielleicht finanziell oder beruflich diesen Bereich, ne? Weil die Finanzen habe ich nämlich auch hier ein ganz großes Thema. Weil hier sehe ich jemanden, der schon sehr, ziemlich den Fokus auch aufs Geld hat, also dieses Materielle. Ne? Und da schon immer sich nicht gern mit so ein bisschen was zufrieden, so immer mehr, mehr, mehr. Also sagen wir mal so, da ist so ein ganz großer Teil erreicht, aber es reicht ihm oder ihr nicht. Immer mehr, mehr, mehr. Und da baut er sich selber, macht er sich hier ganz massiv Druck, weil ich jetzt ziemlich auch das hier so liegen habe, dass hier einiges hier auch weggeht. Ne? Beruflich scheint es auch nicht ganz so funktionieren, wie sich es hier jemand vorstellt. Und da kommt dann wieder dieses verbissen Verbohrte. Das muss jetzt sein. So, und dann haben wir hier noch die Aufmerksamkeit von anderen. Oh, wie klasse, wie prima. Ne? Also ich drücke das jetzt hier ein bisschen überspitzt aus, ja, aber weil ich dein Gegenüber hier wirklich wie so ein kleines Kind hier auch sehe, was sagt, was ich für Spielzeug habe, ne? Und meins ist besser als deins und schau mal, ne? Und dieses immer wieder sich zeigen wollen. Dieses Kind, dieses naiv-Kindliche sehe ich hier auch. Wie gesagt, Gefühle sind sehr intensiv in deine Richtung. Du hast aber jetzt keinen Bock mehr drauf. Du sagst, ey, Junge, nee, jetzt deine Spielchen hier, ich habe keinen Bock mehr. Entweder du weißt, was du willst, oder du kannst mich mal. Das sehe ich bei dir. Na? Du bist zwar freundlich und es passt alles, ne? Und aber du sagst hier für dich, klar, komplett diesen Abschluss vielleicht nicht, dass du machen möchtest, weil ich sehe es schon noch, dass ein Stück Hoffnung immer noch da ist, weil dein Herz hier auch ein ganz großes Mitspracherecht noch mit hat, ne? Und aber trotz alledem, du bist hier, wo du sagst, du kannst nicht mehr, dieses Kraftlose, diesen Energieverlust sehe ich hier sehr stark bei dir. Und wie gesagt, dein Gegenüber ist hier so, ja, so ein bisschen ein Sensibelchen, was wir gerade haben. Also sehr sensibel und sehr überempfindlich, nennen wir es so, überempfindlich, wie er hier reagiert, ne? Und also, ja, wie gesagt, kann auch ein Teil hier so ein bisschen eine Midlife-Crisis auch sein, ne? Dieses gesehen werden wollen. Und, oder dieses, könnt ihr was verpassen. Weil da ist so dieses Abenteuerlustige, was ich hier sehe. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier noch genauer bekommen. Wie es denn hier weitergeht zwischen euch. Ja, also, wir haben die Sechs der Stäbe. Sechs der Stäbe wird hier auch gezeigt, dass schon diese Zusammenkunft, dieses Miteinander, dass sich der Kreis wieder schließen möchte, das ist das, was in dem Inneren von deinem Gegenüber vor sich geht. Und hier wird auch gezeigt, die Sechs der Stäbe, ja, dieses, er ist gerade noch an dem Punkt, dieses, die Anerkennung, wie gesagt, sich zu holen, ne? Und
in die Eroberungstour zu gehen. Aber ich sehe auch ihn hier, so dieses auf dem Single-Markt und hey, super, super, super klasse, ne? Aber ich sehe auch wieder den Zerfall bei deinem Gegenüber, weil du bist diejenige, diese Beständigkeit hat, die in der er Beständigkeit sieht. Und er wird hier auch versuchen, dich zu erobern, ne? Und da ist vielleicht jetzt gerade so ein bisschen diese fehlende Anerkennung in deine Richtung, die du auch spürst. Immer nur so kleine Stückchen. Ne? Gut, ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt gerade von den Planeten her, wie gesagt, den rückläufigen Merkur. Also da auch nicht alles so für bare Münze nehmen, was hier ist. Weil hier ist so viel dieses Seidene, dieses ganz dünn Beseidene, was hier gerade ist. Und dass man sehr empfindsam auch reagiert. Sehr viele Missverständnisse. Wir hatten ja letztens auch eine Legung gehabt. Also da sage ich, hier komm bitte zu dir selbst, dass du selbst in deiner Kraft, deiner Stärke bist. Und das vielleicht nicht alles so für bare Münze nimmst, weil hier sehe ich jemanden komplett hier ballaballa, ne? Gerade aktuell. Bei dieser Legung. Also da ist schon, dass hier diese Beständigkeit wieder reinkommen möchte, weil er wird dich hier sehen. Du bist für ihn die Stabilität. Mit dir kann er was aufbauen. Und da ist das ist alles nur so dieses Larifari, ne? Mal hü, mal hot und da, nichts Festes, nichts Richtiges. Einfach nur in dieser Oberfläche schwebt das Ganze. Du bist aber hier mehr in die Tiefe gegangen. Du hast ihn tiefer berührt, sein Herz berührt. Und ja, gerade so ein bisschen Eifersucht, ein Thema. Kann auch sein, dass dein Gegenüber hier eifersüchtig schon ist und versucht, sich hier abzulenken. Nein, ich brauche da nicht eifersüchtig sein, so ein Quatsch, das war vielleicht früher mal gewesen und dieses ablenkt. Ne? Bei dir ist es auch so, aber du ist auch diese Eifersucht, ja, diese andere Person. Ne? Oder gibt es da jemand anderen? Weil hier mangelt es auch an Kommunikation. Ne? Aber hier kommt auf jeden Fall schon wieder Bewegung rein, weil das ist das, was dein Gegenüber möchte. Aber ob du eben auch noch möchtest, ist dann die zweite Frage. Weil da ist dieser Konflikt, den wird dein Gegenüber hier auch wieder überwinden wollen. Er wird auf dich zugehen. Und er wird um die Verbindung, um die Beziehung mit dir schon kämpfen. Na? Also da auch diesen Kompromiss eingehen, dieses du pass auf, ich habe jetzt hier echt komplett Mist gebaut. Das war scheiße, was ich hier gemacht habe. Du bist hier mein Ein und Alles. Ich möchte mit dir diese Verbindung. Na? Und also dieses richtig Feste, ich sage jetzt nicht gleich, dass jetzt hier eine Hochzeit jetzt hier vonstatten geht, aber diese Verbindung, dieses Öffentliche, öffentlich machen und die Missverständnisse hier bereinigen, das, was auch mal gewesen ist zwischen euch, klärende Gespräche. Denn hier, das ist das, was dein Gegenüber gerade ein bisschen sehr wegzieht, was ihm nämlich wehtut, ist die Liebe. Die kommt immer wieder hoch. Aber da ist es so, diese Überforderung mit allem. Ne? Diese Angst, auch für sich selbst, dieses komplett einzugehen. Oder wieder einzugehen, je nachdem. So, dann haben wir das Ass der Münzen. Und das Ass der Münzen zeigt hier auch, dass hier dein Gegenüber weiß, dass du ein absoluter Glücksgriff für ihn bist. Du bist die Ergänzung zu seinem Glück. Und er wird hier wirklich auch probieren, alles zu geben. Und ja, klar ist er materiell eingestellt, ne? Aber wir haben auch die größte Glückskarte, wir haben eine Glückskarte hier mit dabei, ne? Und da möchte dein Gegenüber auch in diesen Start, den Startschuss für eine Beziehung mit Bestand, weil das weiß er hier, an diesem Punkt wird er wieder kommen. So ist jetzt der Stand, aber hier ist die Tendenz darauf, weil jetzt sind es gerade so diese falschen Absichten hier, ne? Aber hier wieder die Absicht mit dir, das spürt er. Da kommt er immer wieder zurück. Er versucht wegzulaufen, kommt aber immer wieder zurück. Mit dir hat es Bestand. Weil du authentisch bist. Und das, was du ihm immer gegeben hast. Und er wird hier auch wirklich auch versuchen,
wieder auf dich zuzugehen, also nicht versuchen, er wird es tun, und dir auch die Sicherheit in der Liebe zu geben. Weil er spürt hier auch, dieses Weglaufen funktioniert überhaupt nicht, denn die Liebe, du bist hier in jemandem seinem Herzen. Und hier wird auch ein Beginn von einer wertvollen Beziehung, festen Lebenspartnerschaft zwischen euch gezeigt. Und was haben wir hier noch? Die 10 der Münzen, der Kelche. Die 10 der Kelche, und 10 der Kelche ist auch hier die Zugehörigkeit, dieses Miteinander. Und hier wünscht sich und wird dein Gegenüber hier auch dir alles geben und zeigen, hier diesen Frieden von allem, was war, zu fließen, diese Klärung zu, in die Klärung zu gehen, und hier auch die Harmonie, das spürt er mit dir. Weil er weiß, ihr beide gehört zusammen. Und mit dir ist wirklich schon längere Zeit eine wirklich gute Basis für eine gemeinsame Zukunft. Und dein Gegenüber weiß, dass er mit dir sein Zuhause gefunden hat. Weil hier ist auch eine wahnsinnig gute Freundschaft dann zwischen euch. Das passt auf allen Bereichen, auf allen Ebenen. Und hier wird auch der 10. Kelch hier mitgefüllt. Also alle Kelche sind gefüllt von einer Beziehung. Und das weiß dein Gegenüber. Weil eine Freundschaft ist sehr wichtig. Und das ist ein großer Bestandteil von einer guten Beziehung, dass man freundschaftlich sehr, sehr gutes Miteinander hat. Diese Verbindung. Und auch dieses Gleiche von Interessen und, und. Also, da, sage ich mal, hier wirbelt es hier ganz schön gewaltig rum. Aber hier wird es in die Beständigkeit gehen, in eine stabile Beziehung. Und also hier ziemlich turbulent, ja, aber das ist die Tendenz von dieser Legung. Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen das Allerbeste. Alles Liebe, fühl dich ganz, ganz fest umarmt, und wie gesagt, wichtig. Hier in dieser Zeit jetzt, im rückläufigen Merkur, ganz wichtig, bitte schaut ganz massiv auf euch und nehmt es vielleicht nicht so für bare Münze, was ihr dann da vielleicht seht, und nehmt es nicht so auf euch, ne? Sondern seid euch selbst treu und bleibt in eurer Stabilität. Hier, der Kojote wird sich hier schon ein bisschen aus seinem Labyrinth hier ein bisschen rauskommen. Ne? Soll er mal selber darum kurven. Denk du nicht für ihn mit. Na? Sein Labyrinth, sein Chaos, und das schafft er auch alleine. Na? Alt genug ist er ja. Okay? Also ihr Lieben, eine ganz liebe Umarmung für euch. Tschüss!